Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, was passiert und was ich mache, wenn ich einen Bescheid erhalte. Heute möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, was ich machen kann, wenn ich mit diesem Bescheid nicht zufrieden bin. Hallo und herzlich willkommen bei 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist Lisa Brander und ich bin Rechtsanwältin in der Energie- und Umweltrechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Standorten in Wien, Salzburg und in Graz. Heute möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, was ich gegen einen Bescheid unternehmen kann. Quasi, welches Rechtsmittel ist hier möglich, was ist hier zu beachten? Und das Mittel der Wahl wäre hier die Beschwerde. Die Beschwerde ist innerhalb eines Zeitraums von 4 Wochen, ab dem Sie den Bescheid zugestellt bekommen haben, einzureichen. Wie funktioniert das jetzt in der Praxis? Die Beschwerde wird vorbereitet, inhaltlich ausgearbeitet und dann an die Behörde geschickt, die den Bescheid erlassen hat. Dies kann entweder postalisch erfolgen oder einfach auf eine Art und Weise, die die Behörde hierzu mitgeteilt hat. Inhaltlich richtet sich diese Beschwerde jedoch an ein Gericht, an ein unabhängiges Landes- oder Bundesverwaltungsgericht. Dieses Gericht ist dann dazu berufen, über diese Beschwerde zu entscheiden. Und wo man das jetzt quasi einbringt, ist jetzt die Frage Landes- oder Bundesverwaltungsgericht. Das Landesverwaltungsgericht ist für Sachen zuständig, wo es um eine Vollziehung des Landes geht. Das bedeutet zum Beispiel Naturschutzbescheide, wasserrechtliche Bescheide oder auch Forstrecht. Der andere Fall, das Bundesverwaltungsgericht ist zuständig, wenn es um die unmittelbare Bundesverwaltung geht. Das bedeutet im Asyl- und im Fremdenrecht, bei UVP-Verfahren oder in Sachen Datenschutz. Und dieser Bescheid landet dann mitsamt der Beschwerde bei dem Gericht, das dann darüber bestimmt, ob die Beschwerde zu Recht oder zu Unrecht eingebracht wurde und entscheidet dann dementsprechend. Was ist jetzt der Grund, warum ich dennoch bei der bescheiderlassenden Behörde die Beschwerde einbringe? Das ist einfach die Möglichkeit, dass es eine Beschwerdevorentscheidung geben kann. Das heißt, die Behörde hat die Möglichkeit, selbst darüber zu entscheiden. Tut sie das nicht, wird der Akt an das Gericht weitergeleitet und das Gericht entscheidet in diesem Fall darüber. Mehr dazu gibt's im nächsten Video.